So, dann Hikoko orakelte irgendwas von Blut und Tod. Sie ist eine Kiki, doch ist sie noch jung. Lass mich es versuchen. Gut, gib mir ein Orakel. Du, Tiva Umbara, du bist gezeichnet. Dein Auge. Die Tivas haben dich berührt. Du kannst das sehen? Nicht mit meinen Augen. Die Gabe der Ahnen lässt es mich spüren. Kitiva Tivamba Mara. Mara wird erscheinen. Und ihr folgen die Wesen der Tiefe. Einem bin ich schon begegnet. Bleib wachsam. Es sind nicht nur die Toten, die mit ihr kämpfen. Auch unter den Lebenden hat sie Verbündete. Ich kann auf mich aufpassen. Und muss die schützen, die dir nahe sind. Ei. Okay. Ich habe hier 4 Jadebrocken für dich. Hast du Hikoko vor allen Gefahren beschützt? Ei. Tavonga, du hast gut auf sie Acht gegeben. Nimm diesen Stein als Geschenk. So, nun kannst du das Idol bauen. Chi, warte einen Moment. Hier ist das Idol. Na also, Tavonga. Ein Schutzidol erhalten. Wie kannst du mir helfen? Es sind Wesen aus der Tiefe des Meeres. Doch werden sie über das Land gehen, wenn sie dich töten können. Das sind ja gute Aussichten. Der Fluch wurde mit Voodoo gewirkt. Voodoo wird dich auch davor schützen. Ich braue machtvolle Tränke. Benutze sie für den Kampf gegen die Versunkenen. Okay, dann zeig doch mal. Lass uns handeln. So, was hat sie denn hier? Blutdorn, das ist ein Ritual plus 5. Ach, das ist so ein Ohrring, ne? Na gut, wir haben ja noch mit Voodoo gar nichts hier am Hut. Ein Hexenamulett. Ein Stammeszeichen, das kennen wir schon. Ein Jadering. Ritual plus 10. Ein Eisenring, Wurfwaffen und Klingenfest plus 5, Knochenring, schwarze Magie plus 5, Ritual plus 5, eine Voodoo-Puppe. Ein Auge wird bei einigen Voodoo-Ritualen verwendet. Zähne, Raubtierzähne werden von vielen Händlern gerne genommen. Okay, das heißt, da muss es ja nochmal so ein Werkzeug geben, mit denen wir auch Zähne auch bekommen aus den hier Jaguar und so. Bauplan für einen Jade-Ohrring. Bauplan für ein Stammeszeichen, Knochenring. Flasche der Gedanken, Totenkult plus 10. Das ist ja hier im Prinzip so ein seltener Gegenstand. Gold kosten 2000. Na okay. Kannst du mir Voodoo beibringen? Wir lernen die dunkle Gabe von den Ahnen selbst. Es ist verboten, die Geheimnisse mit anderen zu teilen. Wenn ich dich lehre, werde ich einen schrecklichen Tod sterben. Na, dann lassen wir das wohl lieber. Erst wenn die Ahnen dir wohlgesonnen sind, darf ich dich unterrichten. Okay. So, was haben wir dann hier? Mal gucken, mal sehen, ob wir hier vielleicht mal in die Kiste schauen können. Nee, können wir nicht. 60. Da ist ein Voodoo-Kessel. Hier ist ja auch noch ein freies Bett. Ich bin kein Alchemist. Noch nicht.
ist denn hier hinten noch? Du warst mit Hikoko draußen vor dem Dorf. Was habt ihr da gemacht? Wir haben Jade für Kapua besorgt. Ono, irgendwas heckst du doch aus. Ich weiß es. Mach doch, was du willst. Ich muss jetzt weiter. Capo, Gucho. Ja, ja. Na, Kudu. Adria. Ulele, ulele. Pirat bringt Gold? Tabulele. Tabu was? Ulele. Du gibst mir Gold, ich gebe dir gute Sachen. Ulele. Ein Zeichen der Freundschaft von Pirat und Shaganumbi. Ja, dann zeig doch mal. Welche Waren kannst du mir anbieten? Oh, no passavi. Ich habe nicht viel. Alle sammeln für Crow. Warum sammelt ihr für Crow? Checo? Crow befiehlt es. Und ihr tut alles, was er befiehlt? Chichi, Shakabaki hat so entschieden und alle folgen seinem klugen Urteil. Nur Chani, Tochter des Baki, ist nicht dafür. Sie hat einen dicken Kopf wie das Wildschwein. Warum ist sie dagegen? Warum, warum? Du fragst viel, Gucho. Ono, geh, sprich mit Chani. Ja, das haben wir schon. Was wollt ihr mit Goldmünzen? Wir opfern sie den Ahnen, auf dass ihr Segen uns beschützt. Was für eine Verschwendung. Kann ich dir helfen? Ich muss Opfergaben einsammeln. Kanadiktu. Kana was? Auch irgendein Kram für die Lieferung an Crow? Aber nein, es ist Kanadiktu. Opfergaben unserer Familien hier im Dorf für Kanadiktu. Aha. Du kennst nicht Kanadiktu? Nein, nicht wirklich. Ich werde es dir zeigen, aber nur, wenn du mir die Opfergaben gebracht hast. Ja, okay. Na gut, ich sammle deine Opfergaben hier im Dorf. Für dein Kanadingsbums. Kanadiktu. Was auch immer. Chichi, Tawonga-Pirat. Neue Quest, 4 Opfergaben für ein Kanadiktu. Wer muss hier im Dorf Opfergaben abdrücken? Chani, Tochter des Chakabaki. Ja? Nakutu, oberster Krieger im Dorf. Ach, ja. Der alte Tonka Ranapiri und Samir. Okay, Moment. Samir? Ja, die Torwache im Tempel der Ahnen, im hinteren Teil des Dorfes. Ah ja. Da war ich auch noch gar nicht. Klar, ich mach mich gerne zum Affen für dich. Tschi. Und ich bin auch sehr dankbar dafür. Kann ich mir vorstellen, dann musst du es nicht machen. Shiku? Schon okay, ich krieg das hin. Tawonga, Kanadiktu ist schon sehr nahe. Komm schon, sag mir, was Kanadiktu ist. Etwas sehr Schönes. Es wird dir gefallen. Verarschen kann ich mich alleine. Ich zeige es dir, wenn ich die Opfergaben habe. Nicht vorher. Lass uns doch mal handeln. Ulele. Trank des Diebes. Diebeskunst plus 7. Trank der Klingen. Wurfwaffen, Stichwaffen, Hiebwaffen plus 7. Auch nicht schlecht. Trank des Schützen, Muskete, Pistole, Schrotflinte plus 7. Geistessenz, Schwarzmagie plus 7. Trank des Rituals. Trank der Ehrfurcht, Trank der Überzeugung, Silberzunge plus 7. Ah, das ist hier alles hier so ein bisschen hier. So diese Alchemie-Geschichte, ne? Mal gucken. Mein Jaguarherz. Die Eingeborenen sprechen dem Herz große Macht und Stärke zu. Ein Äffchenschädel. Der Schädel eines kleinen Äffchens. Das sind doch auch alles hier solche
Voodoo-Geschichten oder hier ein Ohr. Also ich brauche da irgendwie mal so ein Werkzeug, wie ich denn auch an diese Teile rankomme, weil mit denen könnte ich denn ja zumindest vielleicht auch hier handeln, falls wir das denn alles nicht lernen können, aber vielleicht mal bei den Jägern mal fragen hier. Okay. Mehr ist nicht zu holen. So, und hier? Da haben wir noch eine Truhe. Dreimal Proviant, Goldklee, Schwarzauleander und eine Würgeranke. So, nehmen wir auch noch ein Bett. Und dann ist das hier oben vielleicht ja dieser Tempel der Ahnen, vermute ich mal. Wer ist denn er jetzt? Was, noch eine verschlossene Truhe? Ein Grog, 15 Gold und Jims Schatzkarte. Diese Karte zeigt einen Schatz beim großen Wasserfall an der Schwertküste. Schön. Die gucke ich mir doch gleich mal eben an. Aha. Könnten wir hinkommen? Okay, das heißt, wir sind jetzt... Also hier, ja, da ist der Piratenturm. Hier ist der Inquisitionsturm und hier ist Puerto Isabella. Dann ist also hier im Prinzip der Tempel der Ahnen. Und ich vermute mal, dass das hier hinten wohl dann der Tempel der Erde ist. Dort wird ja dann auch der Crow dann hoffentlich dann auch mal sein. Mit dem hier Stahlbart und Patty. Müsste man eigentlich auch mal wieder Bescheid geben, ne, dass wir hier ja auch schon ein bisschen was gefunden haben. Die Strecke haben wir auch noch nicht abgesucht.